Ja, also, wir sind heute im Bloom in Dachau und ja, wir rauchen die Medusa Pai. Der Dominik wird euch das gleich mal zeigen. Die Medusa ist eine der teuersten Shishen, die es auf dem Markt gibt. Zeichnet sich dadurch aus, dass eben alles aus Glas verbaut ist, bis auf wenige Schnittteile. Und man sieht hier schon mal den Schlauch, der zur Medusa dazugehört. Also ein relativ innovativer Schlauch, sieht man selten. Hat so, ja, ich sag mal, Duschschlauchqualität als Hauptschlauch. Und dazu ein schönes, variables Glasmundstück, das sich sogar drehen lässt in der Fassung. Das heißt, ihr könnt ganz variabel rauchen. Vom Durchzug her ist es nicht schlecht. Ist natürlich, kommt natürlich nicht jetzt an die Top-Class-Pfeifen ran, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Pfeife, weil es einfach ein geiles Gimmick ist. Und ja, wir sind heute hierher gekommen, um mal hier das Café auszutesten. Und ja, sind sehr, sehr zufrieden. Rauchen übrigens den Social Smoke Baja Blue, beziehungsweise man spricht das hier Baja aus. Baja Blue. So ein bisschen geht so Richtung, geht so Richtung Wildberry Mint, so Beerenmix Mint. Sehr, sehr geile Sache. Und ja, ich zeige euch mal, wie die Rauchqualität ist. Leider ist hier sehr viel Luftzirkulation, deswegen sieht man das ein bisschen schlecht. Aber sehr, sehr geil. Dominik wird uns euch gleich noch die Pfeife zeigen, weil ich bin mit Dominik heute da. Dominik zeigt euch jetzt gleich noch die Pfeife, ein bisschen was vom Laden da dazu. Also ihr seht hier, es ist das riesen Glasgefäß. Das beleuchtet ist in den verschiedenen Farben. Und oben ist dann die Kohle drauf, plus der Tabak natürlich. Und Dominik zeigt euch einmal den Raum. Und da dazu gibt es noch die NPS-Pfeifen hier, die ihr rauchen könnt. Also es lohnt sich ein Besuch in der Bloom Lounge, muss ich echt sagen. Hammer Cocktails, super geilen Eistee. Also das ist zum Beispiel einer der Cocktails, ihr seht, relativ fancy. Das ist einer der Eistees. Sehr, sehr geile Sache. Kommt mal vorbei, checkt es ab, wenn ihr in der Nähe seid. Lohnt sich auf jeden Fall. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es leider. Es ist leider selbst zu der Krone, aber wenn ihr darüber hinwegschauen könnt, ziemlich geilen Tabak, geile Bedienungen. Und ja. Damit sage ich viel Spaß beim Rauchen, happy smoking und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.